Radio Net Watcher. Radio Net Watcher, Landtagswahlen 2015 in Wien, eine Sondersendung mit Manfred Kretschig. Radio Net Watcher. Sendeverantwortung Manfred Kretschig. Radio Net Watcher. Zu einer Spezialausgabe von Radio Net Watcher begrüßt euch recht herzlich Manfred Kretschig. Wir stellen die Frage, wen soll man wählen? Wir nehmen das auf, wir werden es auch versuchen auf Video und dann online zu stellen. Und ihr könnt es dann unter www.vorderwahl.at sich dann das nochmal durchhören. Was uns von anderen Sendungen unterscheidet, wir machen seit 10 Jahren Netzpolitik und werden also sehr wohl das normale Programm durchgehen, aber auch den Kontext in Sachen Zukunft und Jetztzeit und die Digitalisierung, also sprich Netzpolitik, immer da, wo Entscheidungen gefordert sind, wo sie entweder überschießend sind oder gar nicht reglementiert sind oder. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Radio Netwatcher Wien Wahl. Am Mikrofon begrüßt euch recht herzlich Manfred Kretschig. Ja, heute treten die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Freidemokraten. Der Helmut Stubner ist bei mir im Studio. Hallo, servus. Ja, hallo, servus. Man kann endlich mal ganz legal weiß wählen, Hauptsache man geht zur Wahl. Ja. Und wenn man jetzt da heute bei den Freidemokraten anfängt, dann würde ich jetzt mal den Herrn Helmut Stubner vorstellen. Er ist der Parteiobmann, kann man das so sagen? Ja. Der Freidemokraten. Ich habe das heute den ganzen Tag geübt, weil ich einmal Freie Demokraten gesagt habe. Was ist da genau der Unterschied und warum soll man wählen? 3 Minuten. Na, man soll Freidemokraten wählen, ganz einfach, wenn man mit dem bestehenden politischen Angebot unzufrieden ist. Und wir haben uns vor 3 Jahren zusammengesetzt und waren wild entschlossen, ein neues Angebot zu schaffen für die Wähler. Die Freidemokraten verstehen sich als eine klassisch liberale Partei. Und zwar eine, die weder rechts- noch linksliberal ist, sondern die einfach nach Lösungen sucht für die Bürger, die dem Fortschritt und der Moderne unserer Zeit und den Bedürfnissen der Menschen im Land entsprechen. Um es verhältnismäßig kurz zu artikulieren, wir vertreten jene Interessensgruppe, auf die niemand mehr Rücksicht nimmt, nämlich das sind die Leistungsträger des Mittelstandes. Jeder bemüht sich heute, einen Steuersozialismus seiner eigenen Prägung und seines Zuschnitts über die Bürger dieses Landes drüber zu zwingen. Und diejenigen, die die Leistungen erbringen müssen, bleiben unberücksichtigt und oft auch ungehört, weil sie ja mittlerweile eine verschwindend und immer kleiner werdende Minderheit wären. Wir haben das Anwachsen der Transferleistungsempfänger und das Schrumpfen derer, die die Leistung erbringen wollen. Wir glauben, dass das für Österreich keine gute Zukunft ist. Wofür wir uns einsetzen? Weniger Dirigismus, vor allem weniger staatlicher Dirigismus, mehr Chancen für Private, für Kreative, für Leistungsbewusste, denen wollen wir eine Bresche schlagen. Und ich glaube, dass das angesichts der Vielzahl an Normen und Regulierungen, die mittlerweile bis in den privatesten Bereich hineingehen, auch dringend erforderlich ist. Wir wollen einfach mehr Freiheit in dieser Gesellschaft und weniger gesetzlichen Zwang. Und zwar ganz egal, ob das jetzt etwa dieses Debakel ist, dass wir mit diesen Raucher, Nichtraucher, Dochraucher, jetzt wieder überhaupt Nichtraucher-Lokalen erlebt haben, wo ununterbrochen ständig Regulierungen auf uns herunterprasseln oder in anderen Bereichen, wo also Details geregelt sind, die die Menschen ohnehin, weil sie klug genug sind, sich selber ordnen können. Da greift der Staat ein, bis hin dann zu Sprach- und Denkregeln, die über den verlängerten Arm des Staates, über sogenannte NGOs verbreitet werden, wo wir der Auffassung sind, dass schon der Name nicht stimmt, denn in Wahrheit sind sie nur der verlängerte Arm von Ideologen, von Parteien, die uns einfach ein Leben aufnötigen wollen, in dem alles bis zur kleinsten Lebensäußerung geregelt ist und was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und da treten wir an und wollen uns die Freiräume zurückerkämpfen, die
noch eine Generation vor uns da waren. Denn es ist immer das gleiche Argument. Niemand vertraut darauf, dass wir vernünftige Gesetze haben und niemand vertraut darauf, dass wir vernünftige Justiz haben. Sobald irgendwas schief geht, soll irgendwas geregelt werden. Und diesen Regelungswahn, den wir nicht mehr aushalten, den müssen wir stoppen. Das ist unser zentrales einmal Anliegen auch. Ich habe eine Verständnisfrage. Bei so viel politischen Mitbewerb mit dem Wort frei sehe ich mich nicht durch. Ja? Es gibt, wenn Sie jetzt richtig gesprochen haben, Freie Demokraten. Wenn ihr nach Deutschland hört, gibt es die FDP, dann gibt es die AfD, dann gibt es die Freiheitlichen in Österreich und die NEOS. Wo unterscheidet ihr euch? Naja, zunächst einmal durch unsere Unverbrauchtheit und unsere Selbstverpflichtung auf ein Programm. Wenn Sie suchen, was andere schreiben, dann sehen Sie, dass Parteien antreten, die Gefühle vermitteln, aber keine konkreten Verpflichtungen, Selbstverpflichtungen eingehen im Hinblick auf das, was sie, wenn sie vom Bürger gewählt werden, tun werden oder was sie auch möglicherweise verändern werden. Sie haben also schon auch im Wahlkampf immer dieses bisschen Wohlgefühl-Propaganda, also da weiß man halt, die sind mehr für das und das, aber sie haben keine Selbstverpflichtung. Wenn Sie uns auf unserer Homepage aufsuchen, unter freidemokraten.at, dann werden Sie feststellen, was wir tun werden. Und wir haben bis hin zum Gesetzesentwurf im Einzelnen, zum Beispiel im Fall der politischen Korruption, aber auch in ganz konkreten anderen Fällen, etwa die Halbierung der Steuerlast, die Halbierung der staatlichen Vorschriften und Reglementierungen, sehr konkrete Ansagen gemacht, auf die wir uns verpflichtet haben. Das werden Sie bei anderen nicht finden. Sondern die machen halt eine Wohlfühlpolitik für ihre Wählerklientel, versprechen gar nichts, binden sich auch an gar nichts, sondern wollen einfach aufgrund des Bauchgefühls gewählt werden. Und das ist uns ein bisschen zu wenig. Wir appellieren an eine intelligente Wählerschaft, die sich genau anschaut, was sie tut, wenn sie uns wählt. Also ich verkürze es mal, wie die Frau Stelzer so sagen, vielleicht die anderen haben die Orchideenthemen und ich habe die Antworten. Ja, wir haben vor allem vielleicht auch die Antworten auf die Dinge, die von zentraler Bedeutung sind. Denn natürlich, Orchideenthemen findet jeder von uns, weil jeder hat sein Hobby. Aber dass eine ganze Generation verschuldet aufwächst und zwar in einem Ausmaß, dass auch ihre Enkel nicht mehr die Staatslasten abtragen werden, das finde ich ist ein zentrales Anliegen, dass die Freiheit und auch den Komfort und die Wohlfahrt der Bürger dieses Landes betrifft. Wir sind also im Moment dabei, die Zukunft von Generationen auszugeben für Tageserfolge und das ist unserer Ansicht nach sehr unverantwortlich und das ist einer der zentralen Punkte, wo wir auch sagen, da muss man die Stopptaste drücken, das geht so nicht. Ich hätte noch eine weitere Verständnisfrage, weil das Wort frei mich noch immer nicht die Antwort zufrieden stimmt. Wofür steht frei? Also wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, ja, wenn man Radio hernimmt, wo wir jetzt sind, es gibt öffentlich-rechtlich, es gibt private Rundfunk, kommerziell und es gibt nicht privaten, es gibt privaten nicht kommerziellen Rundfunk. Wir sind ein freies Radio, ein nicht kommerzielles. Das sind drei Säulen, die sozusagen auf der Radioebene sind. Da kann man unterscheiden. Ich kann euch noch immer nicht zuordnen, weil Gefühle vermitteln tun ja viele, auch leider Ängste. Was heißt frei? Heißt das liberal, neoliberal oder wie kann ich es zuordnen? Na, neoliberal braucht man nicht zu sagen. Frei, das Wort frei genügt. Ja, neoliberal ist von der Linken zu einem Schimpfwort gemacht worden und neoliberal ist ja auch inhaltlich völlig undefiniert. Heißt man das jetzt, dass man für TTIP und TISA ist oder nicht? Und da kann man bei uns sehr klar unsere Positionen nachlesen. Wir haben die österreichische Schule des Wirtschaftsliberalismus studiert. Das sind die einzigen Österreicher, die international jeder kennt, aber in Österreich kaum jemand. Und da kann man sehr genau nachlesen, ein gleicher Marktzugang ist erforderlich. Wir machen keine Konzernpolitik, wie das für Neoliberale typisch ist. Mhm. Wir sagen nur, wir müssen uns schützen gegen Dinge, die als liberal bezeichnet werden oder fälschlicherweise als liberal bezeichnet werden und es in Wahrheit nicht sind. Und Großkonzernpolitik, beispielsweise wie TTIP und TISA, die hinter verschlossenen Türen geheim verhandeln, kann ein klassisch Liberaler niemals für gut halten. Okay. Denn wenn es Abkommen sind, die frei geschlossen werden und zum Vorteil der Vertragsparteien sind, dann gibt es überhaupt keinen Grund, diese geheim zu führen. Wer etwas geheim macht, der hat einen Grund und das ist meistens kein redlicher. Ja, damit hätten wir schon die erste Netzpolitikfrage angerissen, wo ich mir dann später noch was aufgeschrieben habe. Gerne.
Ich gehe jetzt mal weiter. Mitbestimmung ist ja bei euch ein Thema. Ja. Da steht ja zum Beispiel die Hilfsmittel von technischen, zur Hilfenahme von technischen Hilfsmitteln wie Liquid Democracy. Ja. Das ist ja sozusagen aus der Ecke der Piraten bekannt geworden. Was hat es da mit euch auf sich? Naja, zunächst einmal glauben wir, dass die modernen technischen Hilfsmittel uns demokratische Entscheidungsprozesse erleichtern. Also bei entsprechenden Vorsorgemaßnahmen gegen Missbrauch kann man viele Abstimmungen, die heute weg vom Bürger verlagert sind, in verhältnismäßig anonyme Gremien einfach öffentlich machen. Ja. Und das halten wir im Prinzip für positiv. Heißt das dann nicht alle 5 Jahre wählen gehen, sondern immer dann, wenn eine Entscheidung ansteht, wo man gefragt werden soll? Nein, es heißt Subsidiarität leben. Das heißt, jede Entscheidung, die näher am Bürger besser getroffen wird, als weg vom Bürger, zum Bürger verlagern, mit vielleicht dem Risiko, dass das Interesse dann an der Politik zurückgeht. Mhm. Aber wenn ich unsere grundsätzliche Haltung zur Netzpolitik artikulieren darf, dann beschreibe ich das vielleicht mit der Nennung einer Person. Also Edgar Snowden ist für uns jedenfalls jemand, der für unsere Freiheit sehr viel auf sich genommen hat und den wir als Person über die Maßen schätzen. Denn wir glauben, dass das Netz jenes Stück Freiheit ist, in dem sich jene Bürger auch bewegen und dass sie auch schätzen, weil sie mit den bestehenden Möglichkeiten sich zu sehr eingeschränkt fühlen. Das heißt, wir begrüßen die Netzfreiheit, wir begrüßen sie und nehmen mit in Kauf, dass jede Form von Freiheit natürlich auch den Missbrauch beinhaltet. Und wenn die Missbrauchsschranken, die wir uns geschaffen haben, zum Vorwand werden, um das Netz zu regulieren, dann sagen wir klipp und klar, wir sind für die Freiheit und gegen die Einschränkung des Netzes. Das Netz ist unsere letzte Chance, dass wir jene Positionen mit allen anderen Bürgern kommunizieren können, die heute von jenen, die Kommunikationsmacht und Interpretationsmacht haben, nicht mehr zulassen. Und daher haben wir eine klare Position für Netzfreiheit. Wäre es ein Thema, wenn der Bürgermeister entscheiden muss, wir müssen jetzt in Wien 100.000 Flüchtlinge aufnehmen und er entscheidet das Netz oder macht das von einer direkten Online-Abfrage abhängig oder so? Ja, selbstverständlich, unter der Voraussetzung, dass ein schwieriges Thema, und das ist zweifelsohne ein schwieriges Thema, ausreichend gründlich kommuniziert werden kann. Also nur nach dem Motto, ich habe die nächsten 6 Stunden Zeit, die Uhr läuft, so wird es nicht gehen. Also mit Entscheidung. Nein, schon mit Vorlaufzeit. Ja, mit Vorlaufzeit, selbstverständlich, wenn sie da ist, nicht? Und in anderen Fällen haben wir ja die Politiker für die Entscheidungen. Die sind ja in Ämter gewählt und die werden ja dafür honoriert und bezahlt und halten sich auch entsprechende Fachleute und können sie sich leisten, in den Ministerien oder extern, wo auch immer, damit sie Entscheidungen treffen. Aber wenn es auf die Entscheidung zur Bevölkerung hin verlagert wird, dann muss ausreichend Zeit und Gelegenheit geben, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Die Stadt Wien hat, glaube ich, in den 5 Jahren, glaube ich, 2 Umfragen an die Bürger geschickt, so Fragebögen. Mhm. So, ist die Jahreskarte gut und ist eine Marieferstraße gut? Ist das eine Form der Demokratie, Mitbestimmung, wie man es sich wünscht, oder ist da nur Luft nach oben? Ja, auf jeden Fall ist Luft nach oben. Die politisch Verantwortlichen in Wien sind ja routinierte Ausüber von Macht, nicht? Das heißt, ist das so? Ja, bestimmt ist das so, ja. Das muss jetzt nicht unbedingt pejorativ gesehen werden, aber es inkludiert natürlich eine gewisse Klugheit im Umgang. Und es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, wenn wichtigere Fragen der Bevölkerung vorgelegt werden würden als genau diese. Aber man kann es im Prinzip nicht als falschen Ansatz sehen. Nur, glaube ich, ist eben in einer Zeit, in der der Papierbogen, glaube ich, mittlerweile ich würde jetzt fast sagen, schon aus Umweltgründen eher verwerflich ist, würde ich sagen, könnte man solche Sachen routinemäßig und natürlich ausgeweitet auf zentrale Themen des Lebens machen. Jetzt gibt es ja nicht jeden Bürger, der Internet hat oder ein Smartphone, der wäre jetzt dann aus diesem digitalen Zugang ausgeschlossen. Könnte man das lösen? Nein, überhaupt nicht. Schauen Sie, erstens gibt es Cafés und zweitens, wenn man diesen Weg konsequent zu Ende geht, dann kann man meinetwegen in jedem magistratischen Bezirksamt irgendeinen Internetzugang einrichten. Das ist ja heute nicht mehr wir geben ja für viele andere Dinge Geld aus. Und wenn der Bürger dann halt einmal mit einer Bürgerkarte oder einem anderen Ausweisinstrument seine Meinung abgibt,
dann lässt sich das auch kontrollieren, also dass man dann natürlich irgendwo hingeht und 20 Mal seine Stimme abgibt und in den nächsten Bezirk geht, das muss halt unterbunden werden, aber dafür gibt es ja Wählerverzeichnisse und ähnliche Dinge, also wenn man muss das dann auch ernst nehmen, also man kann dann nicht sagen, ja, halt irgendwas schicken und dann habe ich eine Maschine und die verzehntausendfach dann mein Votum, also solche Missbräuche müssten in diesem Fall dann auch unterbunden sein. Wie schaut es denn mit Transparenz der Verwaltung aus? Es gibt ja da schon seit langem das Transparenzgesetz in Begutachtung. In Deutschland gibt es schon Städte, wo das recht gut umgesetzt wurde. Wie ist denn das da in Wien? Wie sollte das sein? Naja, im Prinzip ist die Richtung richtig. Ich war einmal kurzfristig in einer politischen Partei, in der ich ein Budget der Stadt Wien in die Hand bekommen habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe es einfach nicht verstanden. Es war mir wirklich zu kompliziert. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie bildungsträge bin oder bildungsfern, aber es ist mir einfach nicht möglich gewesen zu verstehen, wie diese einzelnen Budgetpositionen sich zusammensetzen. Es ist jetzt nicht die Schuld irgendeiner Partei. Das moderne Leben ist halt sehr komplex. Aber ich glaube eben gerade, um das aufzulösen für den Bürger, ja, würde sich das Internet als Kommunikationsmedium zwischen Verwaltung einerseits und dem Bürger andererseits sehr deutlich anbieten. Also in die Richtung begrüßen wir jede Initiative. Es gibt ja schon so Ansätze wie Open Data. Ist das ein guter Weg? Ja, meinetwegen. Es ist natürlich schon klar, dass das staatliche Verhalten einmal im Prinzip so komplex sein kann, dass man mal sagt, da gibt es jetzt Daten, die müssen wir vertraulich behalten. Also nehmen wir mal Beispiel. Aber wer entscheidet das, was public ist und was ist öffentlich? Ja, das sind natürlich das ist die Politik selbst, die wird sich vielleicht dieser Fragen anzunehmen haben. Und wird meinetwegen Richter, Experten aus dem Datenbereich, also eine möglichst große Vielzahl an Experten zusammenholen und wird dort Meinungen einholen. Wir sind natürlich in der Politik immer auch beim Tasten. Also die Frage, was ist richtig und falsch, können Sie mir jederzeit stellen, aber ich kann Ihnen darauf die Antwort geben, ich weiß es noch nicht. Aber ich werde mich bemühen und mich auf den Weg machen, das Richtige zu finden. Ich glaube, das ist völlig falsch, wäre zu sagen, wir müssen jetzt auf jede Frage eine Antwort haben, weil wir haben sie eben oft noch nicht, weil sie sich erst stellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir eben unterscheiden, und natürlich sind Gesundheitsdaten, nehmen wir mal beispielsweise an, des einzelnen Bürgers. Oder vielleicht auch, wenn er mal einen Fehltritt begangen hat in der Gesellschaft, dann muss das bitte nicht die nächsten 40 Jahre wissen, dass er der Nachbar wissen, dass der sich einmal vielleicht vergriffen hat bei einem Kugelschreiber. Aber es ist sinnvoll, so wie in Amerika, wo zum Beispiel die Steuererklärung öffentlich zugänglich ist. Ist das ein Weg, wie das in der öffentlichen Verwaltung, dass die Dinge so transparent sein sollen? Naja, eigentlich nein, weil ich glaube, die Daten, die in einer Steuererklärung drinnen sind, spiegeln in vielen Bereichen auch privat zu haltende Umstände wieder. Also wenn jemand, nehmen wir mal an, eine Steuerlastminderung hat, weil er im Rollstuhl sitzt, dann geht es niemanden an, der vielleicht jemanden sucht. Okay, also sucht. Die Privatsphäre wäre zu schützen. Das wäre zu schützen, Was müsste dann, ich frage anders, in den nächsten 5 Jahren eine Regierung sich der Sache annehmen? Was müsste da passieren? Was müsste das Ziel sein? Also wenn wir in 5 Jahren hier wieder sitzen und zurückschauen, was müsste da umgesetzt werden? Also was umgesetzt werden muss, ist der Bürgerwille. Der steht einmal an erster Stelle. Und ich sage es dazu mit der Einschränkung, selbst wenn es Experten gibt, die das für einen Blödsinn halten, aber wir haben nun einmal dieses System. Und Sie haben ja immer das Problem als Politiker, auch als Entscheidender, Sie finden immer einen Experten, der für etwas ist, und einen, der genau das Gegenteil sagt. Also so, dass Sie heute sagen können, alle sind dafür und es gibt eine einheitliche Meinung, ist es ja nicht. Wie sollen Sie sich also orientieren? Wir haben ein klares Dezisionssystem und das ist, haben wir eine Frage, die von öffentlichem und politischem Rang ist, ausdiskutiert, dann müssen wir den Punkt finden, an dem wir entscheiden. Und ein besseres System als abstimmen zu lassen, nachdem wir sozusagen redlich alle informiert haben, kennen wir eben nun mal nicht. Das ist das Wesen unseres demokratischen Systems. Und daher empfehle ich diesen Weg, den ein anderer, ein klügerer, ist mir noch nicht vorgekommen. Aber wenn es den gibt, sagen Sie ihn mir. Weil wir uns halb nähern, habe ich mir jetzt ein paar Kernthemen der Freidemokraten rausgesucht. Ich werfe Ihnen was zu und Sie sagen mir da in ein, zwei Sätzen etwas. Ja?
Privatisierung der Gemeindewohnung durch Übergabe an die Mieter in Eigentum ist ein Thema. Ja, ganz wichtig. Warum? Erstens einmal, ich glaube, wir brauchen eine Politik, die nicht reiche Leute arm macht und das dann soziale Gerechtigkeit nennt. Ja, aber wer kann sich Eigentum leisten? Nein, das ist ganz einfach. Sie zahlen ja Miete auch im Gemeindebau. Sie müssen ja nichts anderes tun, als dass sie statt zu diesen Beträgen, die monatlich fließen, Miete zu sagen, Tilgungsraten sagen. Das ist für den Betreffenden keine Mehrbelastung in gar keiner Weise. Aber am Ende, oder nein, nicht am Ende, sondern sofort, im Grundbuch eingetragen zu sein und Eigentum zu besitzen, macht diese Menschen mobil. Mhm. Schauen Sie, die Leute sind ja bei uns kreativ. Das einzige Problem ist, wenn sie zu einer Bank gehen und sie sind die Habenichte, dann kriegen Sie dort nicht einmal 5.000 oder 10.000 Euro Kredit. Denken Sie an ich habe noch andere Fragen, muss es leider vergessen. Das heißt, durch den Beitrag der Miete erwerbe ich Eigentum an der Gemeindewohnung. Ich krieg sofort, ich werde sofort verbüchert. Und die Wohnung wird in ihrem wirtschaftlichen Wert geschätzt und ich zahle halt so lange meine bisherige Miete weiter, bis das überbleibt, was dann sozusagen in einen Reparaturfonds gehen muss, wie das in jedem anderen Eigentumshaus ist. Die Stadt wächst um 25.000 Menschen, glaube ich, jährlich weiter. Wie kann ich das beantworten? Na, das kann ich ganz einfach beantworten. Der Markt ist die Antwort. Schauen Sie, was bei Autos funktioniert, was bei Gummibärlis funktioniert und bei Handys, funktioniert natürlich auch bei Wohnungen. Es ist leider so, dass wir eine starke ideologische Position haben, ja, in diesem Zusammenhang, die heute von der SPÖ vertreten wird. Und ich glaube, dass das, wenn man sich die Fakten näher betrachtet, einfach inhaltlich falsch ist. Heute kostet eine durchschnittliche Sozialbauwohnung oder Gemeindebauwohnung zwischen 8 und 9 Euro. Dem Privaten, der ein altes Haus hat, aber zwingt man ein Richtwertsystem auf, wo es heißt, 5 Euro, ich glaube momentan sind es 5,31 Euro pro Quadratmeter, darfst du nicht nehmen. Jeder weiß, da braucht man nur den Baukostenindex anschauen, dass um das so alte Häuser, Gründerzeithäuser nicht mehr sanierbar sind. Das heißt, die verfallen in Wahrheit und die Kostenwahrheit stimmt nicht, weil in ihrem eigenen Bereich die Gemeinde Wien selbst andere Rechnungen anlegt, etwa in Wiener Wohnen unter anderem Rechnung. Haben wir ein passendes Mietrechtsgesetz? Nein. Oder müsste man das ändern? Nein, man müsste es ändern, man müsste die Furcht vor dem Markt verlieren. Es gibt hier große Angst. Also der Markt soll es regulieren und weniger Staat, habe ich das so richtig gesagt? Das ist exakt unsere Auffassung, wobei es eben so ist, nicht alles darf dereguliert werden. Denn das Absurde ist ja, Sozialisten an der Macht haben zum Beispiel im Finanzbereich dereguliert und haben gefährliche Finanzprodukte zugelassen. Aber dass jemand Wohnungen baut und sie anbietet und einfach, wenn er feststellt, er ist zu teuer, billiger werden muss, das lassen sie nicht zu. In gewissen Bereichen, nicht nur ein Phänomen, vielleicht in Wien, auch in anderen Ländern und Städten ist ja diese Gentrifizierung, das Aufwerten von Gegenden, die vorher nicht so toll hergerichtet sind, im Anschluss von Infrastruktur. Ja. Was habe ich da für eine Möglichkeit, dass die Mieten nicht ins Uferlose wandern? Ich habe die Möglichkeit, einfach zu sagen, wenn die Mieten so steigen, dass sich das Bauen lohnt, dann wird mehr gebaut werden. Und es wird sich schließlich, so wie das bei Mittelklasse-PKWs ist, wie das bei Handys ist, sich alles auf einen vernünftigen Preis einpendeln, weil es eben auch dort einen Schweinezyklus gibt. Warum soll das für Wohnungen nicht der Fall sein? Mautbefreiung für Stadtautobahnen, was muss ich mir da darunter vorstellen? Naja, ich finde es absurd, dass man halt eine Vignette lösen muss, wenn man als Handwerker 20 Mal am Tag über die Tangente fährt, ja, und einfach zu seinem Arbeitsplatz muss, das gehört sich nicht, dass hier der Staat abkassiert. Wie müsste man dann die Finanzierung von Straßen organisieren? Man kann darüber nachdenken, ob wir eben so wie das Frankreich erfolgreich macht oder so wie das auch etwa Italien macht, einfach private Anbieter dazulässt. Das ist eine Richtungsentscheidung. Wenn die Bevölkerung meint, der Staat hat die Aufgabe, Straßen zu bauen, dann soll sie darüber abstimmen. Ich bin der Meinung, das verträgt durchaus ein Mischsystem, wo man sagt, Straßen, wo wir feststellen, wir müssen das aus gesamtstaatlichen Gründen machen, weil es sich zwar nicht auszahlt, aber wir das sozusagen, diese Infrastrukturmaßnahmen eben einfach setzen, weil sie sich sonst nicht rechnet. Da könnten wir sagen, dort machen wir es. Und dort, wo klar ist, dass wir Private hineinnehmen können,
dann nehmen wir die eben hinein. Wir haben sie ja bei der Brennerautobahn oder in anderen Bereichen auch schon gemacht. Wäre Bayern das Modell, sich über Umwege wieder das Geld zurückzuholen, eine Idee? An sich nicht. Abgesehen davon, dass die Diskussion ist, ob es EU-konform ist. Ne? Ja, das ist eine andere Frage, aber EU-konform ist bald was und bald was nicht, weil sie ja in Brüssel... Aber wäre das gescheit? Naja, im Prinzip ist es nur die zweite Wahl. Ja? Mhm. Das Abkassieren muss einfach ein Ende haben. Wir haben viel zu hohe Steuerlasten. Wir gehen die Politik, die klassische Politik, geht mit viel zu freier Hand mit dem Geld um, finanziert unsinnige Dinge, die die Bürger ablehnen. Ich meine, diese Ampeln mit dem Bärchen oder ähnliches ist ja einfach ein Mumpitz oder singende Kanaldeckel. Verstehen Sie, das ist, da wird jemand fix und fertig, der seinen Steuerbescheid ausfüllen muss. Ich habe einen anderen Punkt, der Ihnen aufhört, wo es euch engagiert, das ist der Pflegebereich. Der Staat soll sich da raushalten. Was genau muss ich mir da vorstellen? Na, der Staat soll sich, es geht um die Frage, wie der Staat umgeht im Pflegebereich. Okay. Bei uns liegen eine was falsch läuft, ist Machtausübung in die Privatsphäre Einzelner und zwar vor allem der Schwächsten hinein. Wer einen sehr schwer kranken Familienangehörigen zu pflegen hat, der erwartet nicht, dass um 6 Uhr in der Früh überfallsartig drei Krankenschwestern kommen, sich in der Wohnung aufbauen, feststellen, dass die Großmutter jetzt gerade inkontinent war und um 6.10 Uhr dann sagt, sie betreue nicht, wir werden ihnen die Pflege nehmen und so etwas. Das ist totalitär von der Art und von der Vorgehensweise. Eine Realität, die ja heute oft auch genutzt wird, ist, dass es irgendwelche Vereine gibt, die so Pflegedienste organisieren und dann kommt eine ungarische, tschechische oder nicht aus Österreich und zu einem Dumpingpreis und macht dann 24 Stunden Pflege. Ist das ein Weg, wie es zurzeit funktioniert? Oder? Schauen Sie, wenn wir die Europäische Union haben, wobei ich sehr in Frage stelle, ob das sinnvoll ist, wie sie jetzt funktioniert, und wir sind da auch sehr, sehr kritisch geworden in den letzten Jahren, aber wenn wir sie haben und wenn wir sagen, es gibt Dienstleistungsfreiheit, dann müssen wir die auch akzeptieren, dann müssen wir die ungarische und die slowakische Pflegerin akzeptieren. Aber eines ist klar, nicht unter Herabsetzung der Standards. Das heißt, es muss ein Prüfverfahren geben, wird die gleiche Qualität an Pflege geleistet. Das ist das Entscheidende. Passt das auch zur Zeit, wie die Pflegestufen festgesetzt werden? Dazu bin ich zu wenig Experte, okay. Muss ich Ihnen ganz einfach sagen. Dann komme ich gleich sagen. Zur nächsten Frage. Bildungscheck für freie Schulen, was heißt das? Ja, schauen Sie, wir müssen an der Bildungspolitik, die müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Warum? Egal, welche ideologischen Träume irgendwer in unserem Land hat, es gibt den globalen Wettbewerb und wir treten an gegen Kinder und Jugendliche und junge Leute aus Ländern, in denen Bildung einen sehr hohen Stellenwert hat und die uns auch verdammt gescheit und klug aus diesen Schul- und Bildungssystemen entgegentreten, dann später auf dem Markt. Das hat keinen Sinn, es hat hier keinen Sinn, irgendwelchen alten Träumen nachzuhängen. Es ist einfach Leistung notwendig für den Bestand, für den ökonomischen Bestand, weil wir ja diesen Wettbewerb haben. Da werden uns weder Mauern noch Stacheldrahtzäune noch Minenfelder abschotten dagegen. Das hat schon die DDR versucht. Das funktioniert einfach nicht. Was wir tun können, ist, wir müssen den jungen Leuten einen Bildungswettbewerb zeigen. Wir müssen also einen Wettlauf starten um bessere Ausbildung. Und wir stellen uns das so vor. Ausbildung hat Kosten, die kann man qualifizieren und quantifizieren. Wenn wir jedem, der Kinder hat, einen Bildungscheck sozusagen symbolisch in die Hand geben und ihm die Entscheidung überlassen, an welcher Schule will er sein Kind unterbringen, dann bekommen die nachgefragten Schulen auch automatisch mehr Geld. Mit diesem Mehr an Geld können Sie Ihre Lehrer mehr motivieren, indem Sie ihnen bessere Gehälter zahlen und Sie können Ihre Infrastruktur ausweiten, sodass Sie im nächsten Jahr oder im folgenden Zyklus mehr Kinder aufnehmen können. Und wir haben diesen Wettlauf nicht. Wir haben diesen Spaß an mehr Bildung nicht, sondern wir haben immer das Bedürfnis runternivellieren, damit es jeder schafft. Aber wir helfen niemandem damit. Wir haben so, unter Anführungszeichen zu viele Akademiker und zu wenig Tischlermeister. Wir müssen die Berufe, die nicht akademisch oder mit Schulbildung zu tun haben, einfach in der Gesellschaft neu positionieren. Ein Glück, wer einen Installateur kennt, der seine Arbeit gerne und gut macht. Ein Glück, wer einen Tischler kennt, der das zu vertretbaren Preisen macht. Das heißt, hier ist im Bildungssystem, aber auch in der gesellschaftlichen Wertung von Berufen, ist nachzufassen. Das läuft im Moment nicht gut. Zusatzfrage, die ÖVP setzt sich ein, dass die AHS nicht abgeschafft wird und die
der Herr Häupl hat ja diesen Sager gesagt, in 22 Stunden ist er fertig. Ja. So schaut er ja aus. Naja, aber wenn man jetzt mal den Kern dahinter sieht, ja. Ist die Kritik an den Lehrern berechtigt? Schauen Sie, Kritik an einer Gruppe insgesamt halte ich immer für falsch. Man muss sich Einzelne anschauen. Wir haben in unseren eigenen Reihen sehr viele Beamtenkritiker. Und ich sage Ihnen, ich war selbst einmal beim Staat für einige Jahre. Es gibt eben außerordentlich leistungsbewusste Leute in jedem Beruf, die sind stolz und sagen, das mache ich einfach gut, und andere, die machen es nicht gut. Okay, ich komme zu den letzten beiden Fragen. Zu viele Subventionen soll es geben? Demokratie haben wir schon besprochen, der Verkehr, der Öffis soll, glaube ich, beschleunigt werden, und bei den Verwaltungsstrafen soll es Reformen geben. Ja, zwei Systemzüge, ganz wichtig. Das Absurde ist, wir haben ja in Wien eine große Fabrik, die zwei Systemzüge fertigt, nur werden die in Karlsruhe und in Hamburg und ich weiß nicht, in Athen oder sonst wo eingesetzt, und wir verzichten drauf. Wir glauben, dass das Zusammenführen des lokalen und des überregionalen Verkehrs ein wichtiger Schritt ist, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. An sich, sage ich, ist das U-Bahn-Netz in Wien was sehr, sehr Gutes. Also man kann dieses Lob muss man einfach sagen. Der öffentliche Verkehr an sich ist im Prinzip verbesserbar und steigerbar durch zwei Systemzüge. Wir wollen das einfach. Wir haben das durchgeprüft. Es gibt übrigens auch eine Empfehlung aus dem Verkehrsministerium, nur ist die Studie irgendwo begraben. Ein Satz zu, was ist die Reform von Verwaltungsstrafen? Verwaltungsstrafen, schauen Sie, fürs Falschparken einsitzen, heute für eine Idee des 19. Jahrhunderts. Okay. Ja? Aber zum Beispiel nützliche Arbeit im öffentlichen Bereich leisten. Sozialdienste und so weiter, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist klüger. Erste Frage aus Bereich Netzpolitik. Welche digitale Veranstaltung findet gerade im Rathaus statt? Und zwar von 2. bis 4. 10. Sollte man wissen. Gut, also wer Kinder hat, weiß nicht, haben Sie Kinder? Ja, feierlich 3. Und vielleicht die Computerspielbegeistert sind, Game City, da sollte ich sogar noch hinschauen. Ja. Ein Demokraten, ja. Ein Sohn, der sehr begeistert spielt. Ja. Okay, also jedes Jahr vielleicht ein Highlight, weil er, glaube ich, auch das Wiener Ferienspiel da sehr viel auch organisiert. Aber sag jetzt einfach so, weil ich das Feedback von Kindern bekomme. Free WLAN Wien, was hat es damit auf sich? Okay. Wir haben gegen so eine Art von Politik keinen Einwand. Wir glauben, dass die Zukunft auch dem Netz gehört, und deswegen haben wir nichts dagegen. Okay, dann werden sich auch die Liste Wir im Ersten freuen, weil die fordern ja auch, erste Bezirk überall gehört WLAN hin. Ja, passt schon. Ja, die haben es schon in großen Teilen. Das ist in Ordnung. Nicht. So, nächstes Wort. Der KAV verwaltet ja Patientendaten, wie wir wissen. Und wenn wir ins Spital kommen, könnte ja sein, dass wir Befunde brauchen. Das Modell Elga soll ja das ein bisschen erleichtern. Ist man das gut oder gläsern? Nein, wir sind gegen das Modell Elga. Wir sehen die Missbrauchsmöglichkeiten hier zu stark im Vordergrund. Ich glaube, da muss man sich nochmal hinsetzen und sich was besser. Elga auch aussteigen. Freidemokraten findet man im Netz. Man findet uns im Wahlkreis Zentrum und in den Bezirken 5, 6, 10, 13 und 21. Man wählt uns, wenn man mehr Gestaltungsfreiheit für den Einzelnen hat, wenn man mehr Spielraum haben will und weniger reguliert werden will. Ja, dann bedanke ich mich bei Helmut Stubner und von den Freidemokraten. Danke fürs Zuhören.